Stell dir vor, dein Haustier bestellt ein Videospiel für dich. Du glaubst, das ist kompletter Schwachsinn, ist aber vor kurzem in Japan passiert. Die Fische vom YouTuber Mutikimaru, ich hoffe, das habe ich gerade richtig ausgesprochen, haben nämlich über seine Kreditkarte im Nintendo eShop bestellt. Bereits im Jahr 2020 haben genau diese Fische nach 3195 Spielstunden auch Pokémon Saphir durchgespielt. Und dieses Mal schafften es die Fische, $4 auf das eShop-Konto zu überweisen, den N64-Emulator herunterzuladen und einen neuen Avatar zu installieren.